Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du, wie du dich selbst erkennst. Und das ist ein hoher Anspruch für so ein kurzes Video und deshalb möchte ich ganz von vornherein sagen, wir werden das Thema hier nicht auf allen Ebenen durchkauen. In diesem Video geht es mir um eine Sache ganz besonders. Wenn du dich für Spiritualität, Psychologie, den Menschen selbst oder für dich selbst interessierst, wirst du um das Thema Selbsterkenntnis nicht umherkommen. Es steht über dem Apollo-Tempel von Delphi. Der Hinduismus hat das vor Jahrtausenden schon zentral behandelt, wenn auch zum Teil in anderen Worten. Es ist ein zentrales Element, die Selbsterkenntnis, wenn es darum geht, dich selbst zu entwickeln. Und ich möchte gar nicht hier auf die Geschichte eingehen, ausführlich. Ich möchte auch gar nicht auf das Ganze theoretisch auseinandernehmen mit, was genau ist das Selbst und bist du ein Charakterbündel von deinen Persönlichkeitseigenschaften oder ist das Selbst das reine Sein am Ende dahinter? All diese Fragen behandle ich in anderen Videos und hier in diesem Video soll es rein um eine Sache gehen. Ich möchte praktische Beispiele mit dir teilen, auch aus meinem eigenen Leben, die mir sehr dabei geholfen haben, mich selbst ein Stück besser kennenzulernen und ein Stück mehr zu erkennen. Und ich habe persönlich gute Erfahrungen damit gemacht, wenn andere mir von ihren Beispielen erzählt haben, dass mir selbst mehr Sachen dann in meinem Leben aufgefallen sind. Denn wenn wir über das Thema Selbsterkenntnis sprechen, ist das manchmal ein bisschen abstrakt. Man hört und liest dann so Sätze wie nutze die Welt als Spiegel und weiteres, ohne dass da aber oftmals näher oder tiefer drauf eingegangen wird. Und das möchte ich heute mit dir zusammen machen, damit du auch für dich Ansätze lernst, greifbare Ansätze lernst, wie du starten kannst in das Thema. Also, ich hatte es gerade schon erwähnt, ein super Ansatz ist beispielsweise nutze die Welt als Spiegel. Was heißt das? Was soll dir das sagen? Wir selbst leben nicht nur in der einen Welt. Wir haben mindestens zwei Welten. Unsere innere Welt, das ist, wie wir die Sachen erleben, und die äußere Welt, auf der die Sachen geschehen, die wir dann wahrnehmen oder erleben. Marie von Ebner-Eschenbach hat mal gesagt, nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Und du wirst es vielleicht beobachtet haben bei dir im Freundeskreis. Wenn du manchmal weggehst abends, vielleicht in ein Restaurant, vielleicht in eine Bar, vielleicht ins Kino. Die äußere Welt ist für alle, mit denen du unterwegs bist, gleich. Aber einer wird vielleicht dabei sein, der egal was passiert, er wird immer Sachen merken oder feststellen, die ihn nerven, aufregen oder die blöd sind. Und vielleicht hast du auch einen dabei, der egal wo ihr hingeht, der wird immer Sachen finden, die super sind, cool sind, toll sind, ihm Spaß machen. Aber die äußere Welt ist erstmal nahezu dieselbe. Das ist das, was Marie von Ebner-Eschenbach meinte mit, es ist nicht das, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben. Das heißt, nicht das, was zwangsläufig auf der äußeren Welt passiert, sondern wie wir wahrnehmen, was auf der äußeren Welt passiert, das ist das Entscheidende. Wenn wir jetzt sagen, wir sollen die Welt als Spiegel nehmen, dann ist damit gemeint, dass wir die äußere Welt als Spiegel betrachten für unsere innere Welt. Und ich möchte dir, ich hatte es am Anfang angekündigt, ein paar Beispiele nennen aus meinem eigenen Leben. Denn mir ist das häufig so passiert, ohne dass ich am Anfang verstanden habe, wieso. Punkt Nummer 1, ganz profan, Fitnessstudio. Wie du vielleicht weißt, ich habe vor 8 Jahren angefangen, Fitness zu machen, war damals extrem adipös, ich glaube auch so 110 Kilo gewogen, ich bin ja relativ klein, und habe dann angefangen, exzessiv Fitness zu machen. Und wenn man dann das erste Mal als jemand, der sehr übergewichtig ist, in so ein Fitnessstudio geht, dann ist das schon besonders. Für mich war es so, dass ich da reingegangen bin und über die Medien auch geprägt war. Man hört immer sowas von, dass das alles so Leute sind, so Angeber, dicke Arme, wenig im Kopf. Das sind so Klischees, die oftmals damit einhergehen. Und ich war damals Anfang 20 und war davon auch nicht befreit. Ich hatte auch all diese Klischees mitbekommen und ging da jetzt ins Fitnessstudio und sah mich um.
Und es hat nicht lange gedauert, da habe ich dann Leute gesehen, die vorm Spiegel standen, ungefähr so und so und sonst was. Und ich dachte mir, das ist nicht meins, sondern das ist nicht meins. Und was soll denn das? Und das sind Angeber. Und was wollen die überhaupt hier? Und die wollen doch nur gesehen werden. Und die machen das doch gar nicht für sich selbst und so weiter. Und ich habe gemerkt, das hat etwas in mir gemacht. Mich hat das zum Teil aufgeregt, genervt, mich hat das zum Teil wütend gemacht. Was dann passiert ist, war aber interessant, weil ich habe dann, und das wirst du wissen, wenn du mich länger verfolgst, 2 Jahre lang extrem durchgezogen den Fitnesssport, bis Sixpack, 30, 40 Kilo Fett verloren und all solche fiese Matenten. Und auf einmal habe ich mich an einem Tag erwischt, weil ich selbst so vorm Spiegel stand. Und da fiel mir das ein, wie ich am Anfang über diejenigen Gäste gedacht habe, die selbiges getan haben. Da ist mir aber eine Sache aufgefallen. Denn zu dem Zeitpunkt, und ich war da relativ reflektiert in dem Moment, als ich so vorm Spiegel stand, war ich nicht oder habe ich nicht intendiert, das zu machen, weil ich ein Angeber war oder wollte, dass mich alle sehen. Ich habe es sogar insbesondere alleine gemacht in der Umkleide, wenn ich vorm Spiegel stand. Der Hintergrund war folgendes: Ich habe mich inspirieren lassen von Leuten wie Arnold Schwarzenegger und Co. Und die haben gesagt, dass das Anspannen der Muskulatur, um das jetzt relativ niedrigschwellig auszudrücken, vor dem Spiegel beim Fitnesssport unglaublich wichtig ist, wenn man weiterkommen möchte, weil es hilft, die Muskulatur zu spüren. Und wenn es hilft, die Muskulatur zu spüren, dann ist das unter anderem zuträglich für die Muscle-Mind-Connection, eine Verbindung zwischen dem Verstand und der Muskulatur, die wichtig ist, um weitere Fortschritte zu machen. Und das war die Intention dahinter, warum ich vor dem Spiegel stand und mich so hingestellt habe, um es besser zu spüren und um genau zu sehen, wann ich welchen Muskel anspreche und wo sich wann was bewegt. Und da habe ich festgestellt, okay, warte mal. Als du ins Fitnessstudio gekommen bist, hast du dich genau über solche Menschen, die genau das machen, was du jetzt selbst machst, hast du dich aufgeregt und warst genervt. Jetzt stehst du hier, machst es selber, bist aber gar nicht der Angeber und derjenige, der gesehen werden will, wie die, über die du das gedacht hast damals. Und dann fing es an, dass ich ganz viel reflektiert habe, gerade im Fitnessstudio-Kontext. Und ich habe festgestellt, egal was Menschen machen im Fitnessstudio, man, ganz profan gesagt, schaut ihnen nur vor den Kopf. Ich sah damals, glaube ich, aus wie der perfekte Blender. Ich kann immer ein Foto einblenden. Da breites Kreuz und so 3 Tage Bart und irgendwie auch immer mit allen geschnackt und Smalltalk im Fitnessstudio und dann, also ich habe, glaube ich, alle Klischees einfach erfüllt damals. Aber wer mich kannte, wusste, dass das nichts zu tun hatte, was ich da im Fitnessstudio gemacht habe, mit Angeben. Ich war, glaube ich, einer der wenigen, ich habe mich in den kompletten 2 Jahren körperlicher Veränderung nicht einmal in den sozialen Medien im Fitnessstudio markiert und ich habe während meiner ganzen körperlichen Veränderung auch nicht ein Foto gepostet. Das mit den Fotos von mir zu posten fing an, als ich mein Ziel erreicht hatte, weil ich dann im Fitnessbereich gearbeitet habe. Aber während der ganzen körperlichen Transformation kam nicht ein Bild von mir, weil es gar nicht wichtig war, weil ich es für mich gemacht habe. Worauf ich hinaus möchte hier an dieser Stelle ist, das, was ich am Anfang gesehen habe, als ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe, warum ich mich aufgeregt habe über die, die gepostet haben vor dem Spiegel, das hatte nichts zu tun mit denen. Das hatte was zu tun mit mir. Ich wollte höchstwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt so aussehen wie die und für meinen Körper bewundert werden. Und habe das einfach in denen gesehen. Ich dachte mir, ja, die machen das doch nur, damit sie für ihren Körper bewundert werden. Nein, das war ich. Deshalb habe ich das gedacht und deshalb hat mich das getriggert.
Und wenn du dieses Video hier jetzt anschaust und vielleicht selbst im Fitnessstudio bist, dann wirst du vielleicht denken, naja Patrick, macht zu einem gewissen Punkt Sinn, Projektion und so weiter. Aber es gibt doch auch welche im Fitnessstudio mit einem riesigen Ego, die sich einfach nur überall markieren und so weiter, um gesehen zu werden und weil sie sich mega cool fühlen. Richtig. Gibt es. Und es macht keinen Sinn, das zu verneinen. Der Punkt ist aber folgendes, und das ist die nächste interessante Erfahrung, die ich dann machen durfte. Ich habe dann mich natürlich mit den Leuten auch unterhalten. Und wenn man sich mit den Leuten unterhält, merkt man recht schnell, wer trainiert für sich selbst und wer trainiert so ein bisschen mehr für andere, für das andere Geschlecht und so weiter. Und dann sieht man natürlich auch in den sozialen Medien immer mal wieder Leute, die dann jeden zweiten Tag ein Foto von sich von oben mit Duckface und Sixpack und so weiter. Und natürlich kann man sich dann auch als normal denkender Mensch irgendwann denken, ja, okay, kann sein, dass der ein bisschen mehr auf die Außenwirkung abzielt oder die. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wenn ich diese Männer oder Frauen heute sehe, dann nehme ich das zur Kenntnis, aber es triggert mich nicht mehr. Es macht mich nicht mehr wütend, nicht mehr zornig, ich bin nicht mehr genervt davon, gar nichts. Weil es kein Thema mehr bei mir selbst ist, wie es damals noch war. Und das ist die elementare Sache, auf die ich auch in diesem Video abzielen will. Es gibt diesen Ansatz in der Spiritualität, dass alles, was im Außen passiert, etwas mit dir zu tun hat. Dass alles, was dich triggert, wütend macht, zornig macht, etwas mit dir zu tun hat und nicht im Außen. Und wir denken uns dann manchmal, ja, mag ja sein, aber es gibt doch Sachen, die einfach richtig sind, so wie ich doch denke, so wie ich sie wahrnehme. Es gibt doch Sachen, wie zum Beispiel den Blender im Fitnessstudio, der ein riesiges Ego hat und nur gesehen will und dann vorm Spiegel am Posen ist und die Geräte einnimmt und so weiter. Die gibt es doch, das bilde ich mir doch nicht ein. Richtig, die gibt es, das bildest du dir nicht ein. Aber wenn es etwas mit dir macht, dich wütend macht, zornig macht etc., hat es was mit dir zu tun. Wenn es nichts mit dir macht, aber du die wahrnimmst, dann gibt es die trotzdem. Du magst trotzdem objektiv recht haben, aber dann ist es kein Thema bei dir. Und genau dieses Muster, ich habe das jetzt ganz bewusst zu Beginn etwas ausführlicher gemacht an dem Fitnessbeispiel, erleben wir überall. Ich möchte noch zwei weitere Beispiele nennen. Zweites Beispiel, ziemlich witzig. Ich habe mich unterhalten mit einem Psychologen. Er ist Diplompsychologe und Diplomtheologe, spannender Mensch. Und ein paar Wochen vorher hatte ich mich getroffen mit einem Freund von mir namens, ich nenne ihn jetzt Peter. Und Peter war in einem Angestelltenverhältnis schon seit 15 Jahren, wusste aber immer, dass er eigentlich was anderes machen will und eigentlich kündigen will. Und Peter erzählte mir das jedes Mal, wenn wir uns sehen. Er sagt, eigentlich will ich was anderes machen, eigentlich will ich kündigen und ich weiß auch nicht und so weiter. Und ich habe gemerkt, das hat mich genervt. Jedes Mal dasselbe, was Peter mir erzählt. Wir treffen uns und er erzählt mir, ja, eigentlich weiß ich doch, dass ich kündigen muss, tut's aber nicht. Naja, ich habe mich dann zusammengesetzt eines Abends und hatte dann mit dem Diplompsychologen gesprochen und meinte dann ganz ehrlich, hier, du bist doch Diplompsychologe, ich habe einen Bekannten, das ist der Peter. Und der Peter weiß ganz genau, wo er hin will, was er machen will, aber er tut's nicht. Ich sag, das kann doch nicht sein. Was soll denn das? Jedes Mal erzählt er mir dasselbe. Das geht mir auf den Sack. Er weiß, wo er hin will. Er weiß auch, was er machen muss. Er tut's aber nicht. Und er, mein Bekannter, der Diplompsychologe, sah mich an und meinte, hat mir zugehört, geschwiegen, nichts groß gesagt. Und dann sagte er jemand, Patrick, hast auch du Bereiche in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, deine Ziele nicht richtig zu verfolgen? Und ich war still und habe überlegt und mir ist aufgefallen, jo. Und
Als die Erkenntnis kam, musste ich grinsen. Und in dem Moment meinte mein Bekannter, der Psychologe: Patrick, erzähl mir doch mehr über diesen Peter. Und dann musste ich lachen und er auch, weil er und ich, uns wurde klar in dem Moment, je mehr ich über den Peter erzähle, umso mehr erzähle ich über mich. Und dann meinte mein Bekannter: Ja, pass immer auf, was du erzählst, wenn ein Psychologe im Raum ist. Sehr witzige Erfahrung, aber er hatte natürlich recht. Wenn ich zu dem Zeitpunkt damals meine Ziele verfolgt hätte, geradlinig gewesen wäre, extremst diszipliniert, auf dem Weg gewesen wäre, prozessorientiert oder zielorientiert meine Ziele zu verfolgen, dann hätte ich mir als Freund von Peter das jedes Mal von ihm angehört, ihm vielleicht Ratschläge gegeben, auch vielleicht gedacht, Mensch, das hat er jetzt schon öfter erzählt, aber es hätte mich nicht getriggert. Es hätte mich nicht wütend gemacht, nicht zornig gemacht, es hätte mich nicht stark genervt und so weiter. Das heißt, die Tatsache, dass mich das wütend, zornig etc. gemacht hat, hatte viel mehr mit mir zu tun und mit meinen eigenen Zielen als mit meinem Freund Peter. Nächstes Beispiel, YouTube. 2016 oder sowas saß ich da und ich beschäftige mich jetzt mit Spiritualität, Psychologie und Co. seit, ich glaube, seit 2005. Das ist jetzt 16 Jahre in etwa. Und ich habe dann sehr viel gelesen, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, Seminare besucht, Vorträge besucht und so weiter. Und dann habe ich 2016 da gesessen bei YouTube und durchgeguckt und ich habe dann Coaches gesehen und die haben dann Videos gemacht und erzählt, ja, und Spiritualität ist das und das und das Ego, das ist das und das und Psychologie und da musst du so herangehen und so weiter. Und ich habe mir das angesehen, ich dachte mir, das gibt's doch nicht, was erzählen die da öffentlich bei YouTube für einen Sch Ne? Ich dachte, das kann es doch nicht sein. Das ist doch was ganz anderes. Und das, was er Ego nennt, mag vielleicht im spirituellen Kontext das Ego sein, im psychologischen aber was ganz anderes. Wieso differenziert er da nicht? Er verwirrt doch die Leute komplett. Es gibt doch verschiedene Perspektiven, es gibt doch verschiedene Paradigmen. Man sollte doch alle integral betrachten und so weiter und so fort. Und dieses Muster der Selbsterkenntnis, die Welt als Spiegel zu benutzen, funktioniert, je länger du das machst, immer besser. Und nach relativ kurzer Zeit, es waren trotzdem einige Monate, wurde mir klar, Moment mal, wieso regt dich das auf? Wieso regt es dich nicht auf, wenn du dir ein Musikvideo anguckst von Musik, die dir nicht gefällt? Wieso regt es dich aber auf, wenn du dir ein Video von einem Coach anguckst, dessen Inhalte dir nicht gefallen? Wie kommt das denn? Und dann fiel mir auf, das bin ich. Mich hat nicht aufgeregt, dass er da irgendwas erzählt, was vielleicht nicht 100% richtig inhaltlich ist oder was ich anders sehe. Mich hat aufgeregt, dass ich nicht die Eier hatte, es selber zu machen, mich vor eine Kamera zu setzen und einen YouTube-Kanal zu starten. Deshalb begann ich vor einigen Jahren den YouTube-Kanal. Und hier möchte ich zum nächsten Thema kommen. Was machst du, wenn du diese Sachen erkennst? Veränder sie. Nimm sie dankend an. Sowohl bei Peter als auch bei der Sache mit dem YouTube-Kanal, als auch bei der Sache mit dem Fitnessstudio. Sobald du wirklich verstehst und erkennst, dass die Sachen, die dich im Außen aufregen, viel mehr mit dir zu tun haben als mit dem Außen. C.G. Jung selbst hat mal gesagt: Everything that irritates us about others can lead us to a deeper understanding about ourselves. Also alles, was uns an anderen irgendwie irritiert oder aufregt oder sonst was, kann uns zu einem tieferen Verständnis von uns selbst führen. Wenn du das wirklich verstehst, wird es dir eigentlich unmöglich sein, dich über andere Sachen aufzuregen. In dem Moment, wo ich das wirklich verstanden habe, zum Beispiel mit Peter oder dem Fitnessstudio oder mit YouTube, wie soll ich mich dann noch über die Sachen aufregen? Wie soll das funktionieren? Das macht doch gar keinen Sinn. Denn wenn ich das wirklich verstehe, weiß ich doch, wenn ich mich über Peter aufrege, rege ich mich eigentlich nur über mich auf. Es macht doch gar keinen Sinn mehr, meine eigene Wut zu projizieren. Das ist ja, als würde ich Schattenboxen machen. Ich reg mich ja über mich selbst auf.
Und wer das wirklich versteht, bekommt natürlich als Folge davon unglaublich mehr Leichtigkeit im Leben ein Stück weit und nimmt die Schwere raus und bekommt mehr Selbstverantwortung. Denn du kannst dich nicht mehr so einfach über alles im Außen aufregen, sondern guckst zuerst auf dich und fragst dich, was ist es an mir und wie kann ich das verändern? Und genau dieser Weg ist der Grund, warum der spirituelle Weg kein einfacher ist. Denn wenn du diesen Weg einschlägst, dann wirst du erstmal merken, dass dich einige Sachen im Außen stören und nerven und aufregen und traurig machen und wütend machen und verwirren und irritieren. Und wenn du dann aufhörst, die Sachen im Außen dafür verantwortlich zu machen, sondern dich selbst als Ursache dafür zu sehen, dann wirst du gegebenenfalls einige Sachen an dir erkennen, die du niemals an dir erwartet hättest. Natürlich nicht, denn du hast sie ja vorher die ganze Zeit im Außen gesehen, bevor du jetzt beginnst, sie in dir zu sehen. Und das ist der Grund, warum auf der spirituellen Reise es durchaus sein kann, dass du am Anfang erstmal wie in so ein kleines Loch fällst. Es ist ernüchternd und kann sehr hart sein zu Beginn, überhaupt erstmal zu merken, oh, ich bin doch gar nicht so locker, entspannt, cool, whatever, wie ich eigentlich dachte. Aber gleichwohl der Weg nicht einfach ist, es ist ein Weg, der sich lohnt. Und das soll die Essenz sein, das soll das Fazit sein für dieses Video. Achte darauf, geh aufmerksam durch die Welt. Schau in dich, achte darauf, was dich aufregt im Außen und reg dich ab dem Moment, wo dir bewusst wird, was dich triggert, nicht mehr über die Sachen auf, die dich triggern, sondern sei dankbar dafür, das erkannt zu haben und nutze das für deine persönliche Entwicklung, um weiterzukommen im Leben. Wenn du mehr davon willst oder Fragen hast, schreib gerne in die Kommentare, abonniere den Kanal, klick auf die Glocke. Schön, dass du bis hierhin dabei warst. Adios.